So, herzlich willkommen bei Dark Souls 3 zu einem etwas anderen Video, zu meiner kleinen Serie von allen Charakterklassen. Ich werde sie mal kurz durchgehen, ich werde kurz zeigen, was sie können, wie viel sie aushalten und dann werden wir mal kurz zum Boss rennen jeweils und werden mal schauen, wie gut sich diese Klasse jeweils immer hält. Und wie gesagt, wir werden auch nicht so lange kämpfen, bis der Boss liegt. Entweder der liegt beim ersten Mal oder nicht, aber ihr habt bis dahin wenigstens gesehen, was die Charakterklasse kann auf jeden Fall, wie gut sie zu spielen ist. Und ich werde euch sagen, ob sie sich vielleicht für den Anfang lohnt oder nicht. Wie gesagt, es ist nicht festgelegt. Ihr könnt zu jeder Zeit natürlich andere Waffen, andere Ausrüstung anlegen. So ist es ja immer gewesen. Aber das ist vielleicht nur für den Start die Charakterklasse wichtig. Und für was für Attribute ihr natürlich besitzt dann. Von vornherein schon. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier in dem Spiel. Wir fangen mit dem Ritter an. So sieht der nette Kerl aus. Dicke Panzerung. Und dann werden wir auch schon mal zum ersten Gegner gehen. Und werden mal schauen, wie viel das Schild aushält. Und ihr seht, er schlägt recht mit schnellen, zackigen Hieben zu. Das Schild blockt alles. Wir rennen mal weiter. Zack, zack und tot. Ja, wir nehmen das Fläschchen auf, das ist okay. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz, werden wir uns mal hier ein paar anschauen. Wir machen mal den schweren Schlag. So, so sieht der schwere Schlag aus. Wenn man gedrückt hält, dann zack, sticht der nach vorne förmlich. Wir schauen mal, wie es aussieht zwischen bei zwei Gegnern zugleich. Und er hält recht gut viel aus. Ihr seht, zack, das war's schon. Jetzt wechseln wir mal in den Modus mit den beiden Schwertern. So, wir haben hier... Mal sehen, bringt das was, wenn der hier eigentlich blockt? Schauen wir mal. Ja, ihr seht. Und er braucht aber etwas länger für den schweren Hieb, ihr seht. So, er zieht dann zur Seite weg. Dauert ein bisschen länger. Die normalen Hiebe sind auch jetzt stärker höchstwahrscheinlich. Wir schauen uns das jetzt mal an. Zack, 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 zack. Hoch, 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 hoch. Los, los, los. So, das Feuer mal hier entfachen. So. Dann hier runter und gegen den Kerl kämpfen. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Ihr seht, die Schläge sind stärker auf jeden Fall. Aber sie brauchen auch länger. Da ist schon der Boss. Wir werden jetzt hier noch die zweimal kurz erledigen. Und ihr seht, bis der zuschlägt, das dauert eine ganz schöne Weile. Ich mache das jetzt hier mit Absicht mal, damit ihr mal seht, wie lange oder wie viele Schläge man braucht. Also der Ritter empfiehlt sich auf jeden Fall mit dem Schild zu kämpfen, weil er schlägt dann doch sehr, sehr schnell zu. Muss man ja zugeben, sehr, sehr schnell. Und er hält auch ziemlich viel aus. So, wir gehen jetzt mal hier unsere TP neu auffüllen. Warte mal, wo war das denn? Nach da außen rum einmal rennen. So, ihr seht, wir fokussen mal. Zack, bringt nichts. So, wenn ihr nämlich kein Schild anhabt, habt ihr gesehen, und wir machen den normalen Schlag, zieht er fast bis auf 5, 6 Leben das Leben runter. So, das heißt, er braucht auch zwei Schläge. Das heißt, man sollte am besten einfach von vornherein mit dem Schild am besten mit dem Ritter kämpfen. Erstens, man kann noch blocken. Zweitens, es ist angenehmer. So, mal sehen. Wir laufen jetzt mal direkt zum Boss durch. Einfach mal aus Just for Fun. So, ihr kennt ihn noch. Der erste Boss ist das. So. Vorweg erst ein paar Tricks, die man anwenden sollte. Ja, ich denke, das machen wir mal während des Spielens. So, wir ziehen das mal raus. Er bekommt jetzt seine Lanze und jetzt haut schon auf ihn drauf. So, das war schon gut, weil jetzt bekommt er, seht ihr, ihr konntet ihm jetzt schon vom Anfang an. Bleibt auf Abstand, denn dann... Okay. Oder... Also ihr müsst auf jeden Fall mal auf Abstand bleiben, weil ich sage euch jetzt warum. Ihr seht es jetzt. Er wird dann nämlich springen und ihr könnt dann getrost zuschlagen. Ohne Probleme. Und das macht ihr eigentlich... So, es sei denn, er macht diesen Sprung. Da müsst ihr aufpassen, dass er nicht in der Nähe steht. Dann haut er euch nämlich mit seinem linken Arm. Und betäubt euch vielleicht dabei. Und das könnte sehr, sehr schmerzlich werden. So, ihr seht, er springt jetzt generell nicht mehr. Und das ist ziemlich komisch. Aber wenn wir weit genug weg sind, ihr müsst nur auf Abstand bleiben. Jetzt wird er nämlich gleich springen wollen.
Die Musik ist total episch dabei. Aber er tut's nicht. Das ist merkwürdig. Wie gesagt, der Boss bleibt nicht immer gleich. Er macht auch schon mal, ihr seht, zwei Schläge reichen und dann einfach weg. Ihr habt ja Zeit. Ihr verpasst ja nichts in dem Spiel. Aber ihr müsst immer eure Umgebung auf jeden Fall im Blick haben. Wenn ihr erstmal an der Wand hinten seid, das ist ziemlich schlecht. Also immer im Kreis, immer in Bewegung bleiben und versuchen sehr, sehr viel Abstand zu gewinnen. Wie jetzt. Jetzt müsstet ihr gleich wieder springen. Ich hoffe, die Tipps, die ich euch jetzt hierbei gebe, sind hilfreich. Achtung. Und dann einfach mal ausweichen, zwei Schläge ihm geben und dann wieder wegrollen. Immer auf eure Ausdauer achten. Sonst seid ihr nämlich auch langsamer. Wenn er gleich wird er sich ab der Hälfte des Balkens wird er sich verwandeln. Und ihr seht, wir haben noch nichts. Und jetzt wird es nämlich erst kritisch. Ihr müsst nämlich jetzt an ihm bleiben. Ihr seht. Immer an ihm bleiben, immer an ihm bleiben. Und ihr seht, wir haben ihn beim ersten Mal gelegt, was ich bei meinen allerersten Videos null geschafft habe, was ziemlich traurig war, aber ihr seht, so besiegt man ihn. Er hält, generell hält auch euer Charakter als Ritter sehr, sehr viel aus. Ihr seht, wir haben jetzt ziemlich gute, schnelle Schläge gehabt an sich, was auch nicht schlecht war, aber er könnte auch ziemlich viel aushalten, aber bei dem Boss ist es halt so, dass man auf jeden Fall, sehr, sehr viel auf Abstand einfach bleibt. Er springt, ihr macht zwei Schläge, rollt wieder weg, bleibt auf Abstand, er springt und so weiter, bis dann in, bis er sich verwandelt. Wenn er sich verwandelt, drückt er einen kurz weg. Und dann bekommt ihr Schaden. Den Schaden könnt ihr vermeiden, ich habe ihn vorhin bekommen. Den könnt ihr auch vermeiden, aber der Ritter hält sich ziemlich viel aus. Andere Charaktere klappen da schon eher zusammen. Und, na Kollege, alles klar? So, und, von daher einfach mal entfernt bleiben und dann immer hinter ihm. Ihr müsst immer hinter ihm sein. Und immer, wenn er eine Attacke oder sonst irgendwas macht, einfach einmal um ihn herumrollen, weil der bewegt sich dann mehr im Kreis, wie er sonst was tut. Und dementsprechend könnt ihr ihn dann einfach erklären. Also ich würde sagen, der Ritter ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt mit dem Ritter das beim ersten Mal geschafft. Mit dem, was war das andere, was ich jetzt immer gespielt habe von Anfang an? Ich kann es euch nicht mal sagen. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ziemlich gut, ziemlich stark und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal ganz kurz weiter. Ihr seht, ihr habt oben die Glut, ihr habt jetzt auch automatisch mehr Leben, aber nur so lange, bis ihr sterbt. Und ihr habt auch gesehen, ich habe einen einzigen Healpot verwendet und das war es schon. Also wirklich, wirklich schwer ist dieser Boss wirklich nicht, aber ihr müsst ihn halt wirklich mit null Sachen besiegen, also nur mit dem Zeug, was ihr anhabt. Und so, ich mache jetzt mal hier noch kurz. Hier, ihr seht, ein Schlag, zwei Schläge. So, jetzt kommt hier der neue Gegner. So, und jetzt gucken wir mal. Und selbst den hält der Typ easy aus. Das hatte ich mit meinem, der Typ mit dem Säbel. Mann, wie heißt denn die Charakterklasse? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall die zweite. Mit dem habe ich mit dem Schild auch versucht zu blocken am Anfang, um es zu demonstrieren. Aber wir haben Schaden erlitten. Also der Ritter ist wirklich auf gut Deutsch ein absoluter Tank. Da kommt nichts durch ihn durch, auch am Anfang schon nicht. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr auf Stärke geht und so, also dann wird die Rüstung ziemlich strong. Und das ist geil, der ist echt nicht schlecht für den Anfang auf jeden Fall. Also ich würde es mir überlegen, den hier zu benutzen. So, wir machen noch da das Leuchtfeuer rein, zack, geiles Schwert. So, fertig. So, ich würde sagen, das war jetzt der erste Part von den 10, die ich mal, 9 eher gesagt, einen spiele ich ja hauptsächlich. Von den 9 anderen Charakterklassen kommen jetzt noch Videos nach und nach. Ich hoffe, das war so eine kleine, schnelle Einführung für euch kurz. Ich glaube, das war jetzt 10 Minuten oder so. Ich meine, die kann man sich mal kurz geben, um zu sehen, ob die Charakterklasse vielleicht für einen was ist oder für einen auch nicht ist. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten schaut euch einfach meine anderen Videos an zu den Charakterklassen. Und bis demnächst, haut rein!